Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Claudia Hohn-Horwath. Die Zahl der Geimpften in Ungarn übersteigt die 6,1 Millionen. Etwa 2,79 Millionen von ihnen erhielten bereits die Boosterimpfung. Seit Beginn der Impfaktion wünschten 22.000 Eltern die Impfung für ihre Kinder zwischen 12 und 17 Jahren. Janosch Slavik, der Chefarzt der Infektiologie des Südpester Zentralkrankenhauses, sprach im M1 darüber, dass die Ungeimpften in ernstzunehmender Gefahr seien, da sie aufgrund von Corona mit einer viel größeren Wahrscheinlichkeit ins Krankenhaus müssten. Deshalb empfehle er, dass sich jeder impfen lasse. Nächsten Montag werde in Budapest ein V4-Gipfeltreffen mit Frankreich stattfinden, verkündete der Leiter des Pressebüros des Ministerpräsidenten. Bertrand Horvachy teilte mit, Emmanuel Macron, der französische Präsident, führe bilaterale Gespräche mit Premierminister Viktor Orban und Präsident Janosch Ader. Danach sprechen sich im Burggarten-Basar die Regierungschefs der Visegrad-Staaten ab. Der französische Präsident kommt im Anschluss dazu. Das Matthias Corvinus-Kollegium habe ein Lernforschungsinstitut ins Leben gerufen, verkündete der Kuratoriumsvorsitzende des Instituts auf seiner Konferenz. Balázs Orbán betonte, Ziel sei es, dass das Matthias Corvinus-Kollegium das entscheidende Bildungsforschungsinstitut in Mitteleuropa werde. Er ergänzte, das Fachgremium des Instituts bestehe einerseits aus internem Wissen und andererseits aus externen Experten, die sich mit der Welt der Bildung befassen würden. Bis Ende Januar läuft die Bewerbung zur Weiterbildung in Drohnensteuerung und Drohnendatenanalyse. Das Drohnenlabor des Digitalen Entwicklungszentrums, das in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Innovation und der Széchenyi István-Universität gegründet wurde, beherbergt die weltweit einzigartige Ausbildung. Hier lernen die Studierenden nicht nur den sicheren Betrieb der Drohne, sondern auch die Analyse und Auswertung der von der Drohne gewonnenen Daten. Margit Schlochter, die erste weibliche Abgeordnete in der Geschichte des ungarischen Parlaments, wurde umgebettet. Ihre irdischen Überreste wurden vor einem Monat aus den USA nach Ungarn gebracht und liegen nun auf dem Kerepeser Friedhof in Budapest beigesetzt. Der stellvertretende Ministerpräsident Zsolt Semjén betonte, dass Margit Schlochter die Initiatorin der ungarischen katholischen Frauenbewegung gewesen sei, deren Namen auch von Frauen anerkannt und geschützt werde. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schalten Sie auch morgen wieder zur gleichen Zeit ein und passen Sie weiterhin gut auf sich auf. Auf Wiedersehen.